Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Mein Leben geht wieder seinen normalen Gang, alles hat wieder seine Ordnung und ich komme auch wieder zu den Videos, die die ganze Zeit liegen geblieben sind. Und dieses hier, das hatte ich schon angekündigt, zweimal. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Es geht um den Zusammenhang von Essstörungen und dem Gehirn. Und im Einzelnen geht es um eine Doku mit Dr. Michael Mosley. Das ist ein britischer Mediziner und Wissenschaftsjournalist. Er arbeitet für die BBC, ist einer der bekanntesten Präsentatoren im Bereich Biologie und Medizin. Und dieser Dr. Mosley, der probiert auch sehr viele Dinge selber aus, über die er da berichtet. Also irgendwann ging es mal um das Fasten, dieses Intervallfasten, und er hat dann die 5-2-Methode ausprobiert, also 5 Tage die Woche essen, 2 Tage die Woche nicht essen oder so gut wie nicht, und ist dann auch eine ganze Weile dabei geblieben, weil er das sehr gut fand. Irgendwann hat er mal 3 Bandwurmeier geschluckt, weil er sehen wollte, was die in seinem System anrichten. Und ja, und am Ende war er, glaube ich, froh, als er die wieder los war. Aber das zeigt, dass er einen recht offenen Geist hat und gewillt ist, Dinge auszuprobieren, die vielleicht nicht so jedermanns Sache sind. Bandwurmeier, für die, die das nicht wissen, das machen Leute mit Gewichtsproblemen, weil die Bandwürmer, die fressen einem ja einen Teil der Nahrung weg. Also kann man freudig drauf losessen und der Bandwurm kümmert sich drum, dass das nicht alles auf den Hüften landet. Aber ich glaube, das ist ein etwas fragwürdiges Vergnügen, weil diese Bandwürmer wachsen, und ob das so gut ist, so ein Ding im Körper zu haben, weiß ich nicht. Wie wirkt unser Essen auf das Gehirn? In den USA verbringen die Leute am Tag 67 Minuten insgesamt mit dem Essen. Das sind im Laufe ihres Lebens 3,5 Jahre. Bei den Franzosen ist es ungefähr 3-mal so viel. Die brauchen schon 2 Stunden fürs Mittagessen alleine. Und noch mehr Zeit verbringen wir damit, an das Essen zu denken. Je hungriger wir sind, desto mehr denken wir daran. Da gibt es auch Studien, die das erforscht haben, also den Zusammenhang zwischen bestimmten Nahrungsmitteln und unserem Essverhalten und Appetit. Geruchstests zum Beispiel, da lässt man die Leute an einem Stück Torte riechen, also Schokoladentorte oder so, und dann misst man die Speichelproduktion, oder dann lässt man sie an faulen Eiern riechen, die in China eine Delikatesse sind. Also fermentierten Eiern, nicht faulen Eiern, vergorenen Eiern. Und da wird dann deutlich weniger Speichel produziert. Was aber auch vielleicht etwas damit zu tun hat, dass die Eier keine Kohlenhydrate enthalten, was der Kuchen schon tut. Und die Speichelproduktion, die Enzyme im Speichel, dienen ja der Verdauung. Das ist der erste Verdauungsschritt, insbesondere von Kohlenhydraten. Bei Eiweiß ist das anders. Das wird im Magen und dann im Darm verdaut. Hauptsächlich. Schokolade ist das begehrteste Nahrungsmittel der Welt, und auch da haben sie untersucht die Wirkung auf das Gehirn, also die Inhaltsstoffe. Die Amerikaner verzehren 5 Kilo pro Jahr Schokolade, das halte ich eigentlich noch für recht gemäßigt. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es mehr ist, aber da habe ich mich anscheinend verschätzt. So, Geschmack. Ja, der Geschmack ist natürlich wichtig und beeinflusst unser Essverhalten. Wie schmeckt Toast ohne Butter oder Rühreier ohne Fett oder Eis ohne Creme oder Sahne, was da drin ist? Das Fett macht Nahrung zum Genuss. Wissen wir auch, ne? Fett ist ein Geschmacksträger, es macht einfach mehr her. Vor der Entstehung der Landwirtschaft war Fett die wichtigste Energiequelle, weil Fett einfach viele Kalorien hat, also 1 Gramm Fett hat 9 Kalorien, im Vergleich dazu 1 Gramm Kohlenhydrate 4, also eigentlich ist es 4,1 und 9,3, glaube ich, und Protein, also Eiweiß auch 4,1, aber gut, wir runden das mal auf 4 und 9. Und Fett ist hat eine hohe Energiedichte, und damals für unsere frühen Vorfahren war das natürlich toll,
mit wenig Nahrung mehr Energie zu bekommen. Das Belohnungssystem vermittelt das Gefühl von Genuss und Wohlbehagen, wenn wir Fett essen. Und je mehr Fett wir essen, desto aktiver wird diese Gehirnregion. Die Zunge hat Rezeptoren für Geschmack und Berührung, erstaunlicherweise. Also jetzt nicht nur Be Berührung von festen Dingen, sondern auch beim Essen. Fett besteht aus ganz vielen winzigen Tröpfchen, aber die Geschmacksrezeptoren können diese Tröpfchen nicht als einzelne Tropfen wahrnehmen, sondern es wird als Ganzes, als cremige Substanz erkannt. Und die Signale der Zunge, also die Verbindung Geschmack mit Berührung, dieses cremige, sahnige Gefühl, das erklärt, warum wir unter anderem Schokolade auch so lieben. Und Zucker verstärkt diese Erfahrung. Also Fett alleine ist schon ein sehr angenehmes Erlebnis. Also zum Beispiel Sahne, auch ohne Zucker, ist schon sehr lecker. Und mit Zucker, dazu brauche ich nichts zu sagen. Man mache sich bitte bewusst, dass es in der Natur kein Lebensmittel gibt, das gleichzeitig Fett und Zucker enthält. Ja, also Zucker, Kohlenhydrate. Es enthält natürlich welche, aber das ist so minimal, das ist im 0, was weiß ich Prozentbereich, dass man da, also dass wir das jetzt mal vernachlässigen können. Aber es gibt kein Produkt, das Fett und Kohlenhydrate in gleichen Anteilen enthält oder auch in ähnlichen Anteilen, in einem ähnlichen Verhältnis. Entweder hat es von einem mehr und von dem anderen nichts oder umgekehrt. Die einzige Ausnahme ist die Muttermilch. Das Verhältnis von Kohlenhydraten zu Fett ist in der Muttermilch exakt 50 zu 50. Bisschen Eiweiß ist natürlich auch drin, also keine Ahnung, ich vereinfache es mal. 10% Eiweiß, 45% Fett, 45% Kohlenhydrate so über den Daumen. Oder 12% Eiweiß oder also irgend sowas in der Ecke. Und die Muttermilch sorgt für optimale Versorgung mit Nährstoffen und Kalorien. Das Baby empfindet auch Genuss, Kohlenhydrate und Fett, die Mischung. Zucker und Fett. Und es stellt das Überleben sicher, weil das Baby, wenn es gut schmeckt und es sich wohlfühlt und es ein Genuss ist, dann isst es mehr. Und es bindet gleichzeitig das Baby an die Mutter, weil das kommt von Mama, das schmeckt toll, das möchte ich öfter haben. So irgendwie in der Richtung. Und die Nahrungsmittelindustrie hat unsere Schwachstelle in diesem Punkt natürlich erkannt. Ne? Schokolade. Kuchen, Torten, Kekse, Eis und so weiter. Da brauche ich euch nichts zu erzählen. Und sogar in Fertigfood und Fastfood ist oft dieser Anteil der gleiche. Also auch diese Fett- und Kohlenhydrate, zum Beispiel ein Hamburger, ne? Das Brötchen, die Kohlenhydrate, Fleisch mit Fett und so. Ich möchte mal vermuten, wenn man das ausrechnen würde, käme man auf ein sehr ähnliches Ergebnis. Bei Pizza auch. Käse, ne? Fett. Und das macht diese Dinge unwiderstehlich. Also es muss auch nicht unbedingt süß sein. Das funktioniert bei anderen Sachen auch. Und das ist die goldene Formel, die uns dick, krank und ja. Und miserabel macht. Miserable. Also, dass wir uns nicht mehr wohlfühlen. Und diese Dinge schmecken nicht nur traumhaft gut, sondern sie machen einfach auch süchtig. Da gibt es in England gibt es, was sie Cream Tea nennen. Das ist ein Gebäck mit Marmelade. So kleine Dinge mit Marmelade und Clotted Cream. Das ist eine sehr dicke Creme, also noch dichter, noch dicker als Schlagsahne. Wenn man die auf den Kopf stellt, dann bleibt die Creme da drin. Das ist überhaupt kein Problem. Es wird richtig fest, fast wie Butter und schmeckt traumhaft gut. Habe ich auch gegessen, als ich in England war im Dezember. Oh, da kann man fast nicht aufhören. Und die Clotted Cream alleine, die ist schon sehr verführerisch.
Aber wenn man die noch mit Gebäck und Marmelade isst, dann ist, glaube ich, alles verloren. Die Engländer streiten immer darüber, ob auf das Gebäck zuerst die Marmelade kommt und dann die Clotted Cream oder umgekehrt. Ich weiß nicht, welche Seite gewinnt im Moment. Ja, und das Gehirn sagt, das ist toll. Davon möchte ich mehr haben. Wo? So, guck mal, ob du davon nicht noch ein bisschen mehr besorgen kannst. Und das ist das Dilemma. Es schmeckt so gut und wir wollen mehr, aber unser Körper braucht es eigentlich nicht. Ja, der Hippocampus, das Reptiliengehirn, speichert die Lernerfahrung ab, wenn wir so etwas essen. Und der Frontallappen kontrolliert das Verhalten und die Planung. Und das bedeutet, wir wollen solche Erfahrungen wiederholen. Und sobald wir was Ähnliches sehen oder riechen oder auch nur Werbung oder irgendwelche Flugblätter in den Supermärkten, Sonderangebote, dann wird das Gehirn aktiviert und wir denken, oh ja, das möchte ich haben. Und dann greifen wir zu. Na? Das Gehirn sorgt also für ein erfolgreiches Essverhalten. Man muss sich zurückdenken in die Zeit unserer frühen Vorfahren. Wenn die, das gab es natürlich damals alles nicht, aber stellt euch einfach mal vor, wir machen jetzt mal ein bisschen Geistesakrobatik. Die hätten so etwas wie diesen Cream Tea, also dieses Marmeladengebäck mit der Clotted Cream gefunden. Und das wäre für die ein Garant gewesen, dass sie jetzt erstmal eine Zeit lang überleben werden, ohne sich darüber Sorgen machen zu müssen, wo die nächste Mahlzeit herkommt. Das war, und dann das Gehirn war so programmiert, guck, ob du davon nicht noch mehr auftreiben kannst, weil dann ist dein Überleben gesichert. So einfach ist das. Und wir haben das immer noch in unserem System. Unser Gehirn funktioniert noch nach genau dem gleichen Schema, nur wir haben keine Probleme mehr mit dem Überleben. Eher ist das Gegenteil der Fall. Es gibt Essen 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr. Und wir haben eher zu viel als zu wenig. Und das eine ist besser als das andere. Ja, ne? Und das Ergebnis sieht man dann auf der Waage. Einblenden möchte ich jetzt hier noch ein anderes Video, was zu dem Thema passt. Deswegen quetsche ich das mal noch dazwischen, aber nur ein Teil dieses Videos. Da ging es um ein Interview zwischen dem Sean Baker und Ted Naiman. Das werde ich auch einblenden in den Kommentaren. Und der Ted Naiman interessiert sich auch sehr für natürliche Behandlung von Krankheiten. Er ist Mediziner. Also das sind beide Ärzte, der Sean Baker und der Ted Naiman. Und der Sean Baker macht diese Zero-Carb-Ernährung, die ich auch mache, also kohlenhydratfrei, die ich immer noch mache, für die, die mein Video gesehen haben. Und der Ted Naiman ernährt sich auch ziemlich low-carb. Ich weiß nicht, ob es Carnivore ist, also nur Fleisch oder was, aber der isst auch nicht viele Kohlenhydrate. Und ja, und die waren da im Gespräch. Und der Ted Naiman sagte, in den USA war der durchschnittliche Eiweißverzehr früher 16% der Nahrung. Heute ist er auf 12% gesunken. Ne? Fleisch ist ja ungesund, Fleisch macht Krebs, Fleisch verursacht Verstopfung und was weiß ich, was da alles für Argumente angeführt werden. Einiges sind mit Sicherheit in Ordnung, Antibiotika und was die Tiere alles bekommen. Aber es ist auch vieles, was an den Haaren herbeigezogen wurde. Und dieser Unterschied zwischen 16% und 12% hört sich nach nicht viel an, aber der hat dramatische Folgen. Und ich erinnere wieder an die Muttermilch. Unsere moderne Nahrung ist ja unser Muttermilchersatz, so ein bisschen, ne? Wie man sagt, die Zigarette ist der Schnuller des Erwachsenen und die Cookies und das Eis und die Sahne, das ist der Ersatz für die Muttermilch. Und das erklärt natürlich, warum viele Menschen diese Dinge so sehr lieben, wie gesagt vorhin. Dieser Ted Naiman hat dann als Beispiel auch unter anderem angeführt, dass es Spezialfutter gibt für Nager, also Labormäuse und Ratten, mit denen diese Tiere fett gemacht werden, also ganz bewusst, damit man dann Tests mit ihnen machen kann, für die sie eben fett sein müssen.
Und dieses Futter hat genau die gleiche Zusammensetzung, also jetzt in puncto Eiweiß und Entschuldigung, Fett und Kohlenhydrate wie die Muttermilch und wie unser Junkfood und unsere Fertigprodukte. Ne? Dieses die Hälfte Fett und die Hälfte Kohlenhydrate. Also ungefähr 10-12% Eiweiß, 45 Fett, 45 Kohlenhydrate. Und dieses Futter wirkt auf diese Nager genauso wie Donuts auf den Menschen. Tiere, vor allem Säugetiere, versuchen oder haben das Ziel, mit ihrer Nahrung genug Eiweiß aufzunehmen. Das ist das Hauptziel. Und sie essen, bis sie satt sind. Vegetarier und vor allem die Veganer essen den ganzen Tag und werden nie satt. Und man beachte, dass der Anteil an Protein, den sie mit ihrer Nahrung aufnehmen, sehr niedrig ist. Sie kriegen einfach nicht genug Eiweiß. Und ihr Körper signalisiert ihnen immer wieder, du brauchst noch mehr Eiweiß, du brauchst noch mehr Eiweiß. Und das wird als Hunger wahrgenommen oder als Appetit. Und dann essen sie weiter. Sie denken, sie haben Hunger, aber eigentlich brauchen sie nur Eiweiß. Kohlenhydrate in Verbindung mit Fett, also diese 50-50-Geschichte, haben eine umgekehrte Sättigung zur Folge. Das heißt, man wird nicht satt, man wird nicht nur nicht satt, sondern man hat sogar noch mehr Hunger und Appetit hinterher als vorher, was bei Eiweiß nicht der Fall ist. Also Leute, die sich vermehrt von Eiweiß ernähren oder ausschließlich, die stellen fest, dass sie überhaupt keinen Hunger haben. Das ist auch das bei dieser Zero-Carb-Ernährung. Man hat keinen Hunger und es fehlt einem nichts, weil der Körper sehr viel Eiweiß bekommt und er sagt, ich habe, was ich brauche, das ist okay. Und dann geht der Hunger weg, der Appetit geht weg, es ist alles einfacher. Die offizielle Empfehlung in Bezug auf Eiweiß sind 0,8 Gramm pro Kilogramm. Das ist jetzt USA, ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist. Und das ist zu wenig, sagt Dr. Naaman und sagt nicht nur der, das sagen inzwischen ganz, ganz viele. Es gab eine Studie, die sich nannte Geriatrics Very Low Protein Study. Also da wurde an älteren Menschen, so ab 70 waren die, glaube ich, ausprobiert, was passiert, wenn die sich mit sehr wenig Eiweiß ernähren. Und das Ergebnis war der reine Albtraum. Sarkopenia, also Sarkopenie, Osteoponie heißt es, glaube ich. Muskel- und Knochenschwund sind verstärkt aufgetreten. Also es ist bei alten Leuten ja sowieso, dass die Muskelmasse verlieren und die Knochendichten nachlässt. Aber wenn die alten Menschen zu wenig Eiweiß essen, dann geht das in einem rasanten Tempo voran, dieser Verlust an Muskel- und Knochenmasse. Ja, und dann haben sie ein Problem und dann brechen sie sich die Knochen und viele erholen sich dann davon nicht mehr. Also, ein hoher Anteil von Fett und Kohlenhydraten bei gleichzeitig niedrigem Eiweißanteil ist die Ursache allen Übels, kann man sagen. Übergewicht, Fettleibigkeit, Zivilisationserkrankungen. Und im Grunde genommen könnte diese Erkenntnis das ganze Übergewichtsproblem erklären und regeln. Aber laut Schulmedizin sind die Bösewichte Fett und Cholesterin. Na? Aber das wirkliche Problem ist zu wenig Eiweiß. Es gibt übrigens keinen Beweis, dass Eiweiß die Nieren schädigt. Keinen wissenschaftlichen Beweis. Es mag sein, dass wenn jemand schon Vorerkrankungen in dieser Richtung hatte, dass dann eventuell Eiweiß nicht optimal ist, aber es gibt keinen Beweis, dass es gesunde Menschen schädigt. Da gab es auch Studien dazu, dass Leute, die, also das war die extreme Seite davon, dass Leute, die sich hauptsächlich mit Proteinshakes ernähren, also Whey-Protein, ne, oder so, dass die am Tag 600 Gramm und mehr Eiweiß aufnehmen. 600 Gramm, wenn man die 0,8 Gramm pro Kilo Regel zugrunde legt, müssten diese Leute 750 Kilo wiegen,
damit es im Verhältnis ist. Tun sie aber natürlich nicht. Und obwohl das eine riesige Menge Eiweiß ist, hat es überhaupt keine Auswirkungen auf die Nieren. Andere Studie, das war eine Überfütterungsstudie. Da wurde festgestellt, dass mehr Energie und mehr Muskelmasse entsteht, wenn die Eiweißzufuhr erhöht wird. Eine Gewichtszunahme ist dagegen so gut wie unmöglich, weil der Körper große Probleme hat, Eiweiß in Nahrung umzuwandeln. Also der Körper greift immer zuerst auf die Kohlenhydrate zurück und wenn es da nichts mehr gibt, dann geht er ans Fett. Und das Eiweiß, das hebt er sich bis zum Schluss auf. Also wenn Leute am Verhungern sind, dann ernährt er sich von der eigenen Muskelmasse, um am Leben zu bleiben. Das ist jetzt die ganz extreme Form davon. Aber es zeigt, dass das Eiweiß nur für echte Notfälle vorgesehen ist. Weil der Körper das Eiweiß für andere Dinge braucht, für Reparatur, Zellerneuerung, Haare, Nägel, alles hängt von Eiweiß ab. Wie komme ich jetzt hier auf den Kaffee? Das ist ja interessant. Ich habe jetzt hier Kaffee. Ja, Kaffee, das passt noch zu dem Effekt der genannten Speisen, also fett und süß. Der Kaffee verstärkt diese Rolle. Amerikaner trinken 3000 Kaffee im Schnitt pro Tag. Ich glaube, die Europäer trinken genauso viel oder mehr. Koffein macht den Kaffee begehrenswert. Koffein beeinflusst das Belohnungssystem. Das heißt, es verstärkt das Nahrungserlebnis, also Kaffee und Kuchen, ne? Das ist ja die geniale Kombi sozusagen. Koffein sorgt dafür, dass positive Erinnerungen an dieses leckere Essen abgespeichert werden und das Belohnungsgefühl verstärkt wird. Zucker oder Creme im Kaffee steigern diese Stimulation, Kaffee und Kuchen, ne? Und das wirkt sogar schon beim Kauf von Kaffee oder bei der Zubereitung. Der Duft, ne, der Kaffeeduft, das ist ja schon, da tut sich ja schon einiges im Gehirn und das Gehirn kriegt einen Kick davon. Das ist also beeindruckend. Wir können lernen, ungewöhnliche Speisen zu lieben. Beispiele sind stinkender Käse, Natto, Innereien wie zum Beispiel Hirn oder Nieren oder auch extrem scharfes Essen. Auch giftige Substanzen wie Alkohol. Alkohol ist in seiner reinen Form tödlich. Findet der Mensch gut. Und nicht wegen seiner Energiedichte. Alkohol hat 7 Kalorien pro Gramm. Das ist mehr als Kohlenhydrate und Eiweiß. Etwas weniger als Fett. Aber das ist nicht der Grund, warum die Menschen den Alkohol mögen, sondern es ist seine Wirkung auf das Gehirn. Der Alkohol geht über das Blut ins Gehirn und beeinflusst dort den Neurotransmitter GABA. Das ist ein chemischer Botenstoff und dieser reguliert die Gehirnaktivität. Er hat eine betäubende Wirkung auf die Gehirnzellen. Je mehr wir trinken, desto stärker wirkt GABA auf das Gehirn. Die betäubende Wirkung nimmt mit der Menge des Alkohols zu. Die Gehirnareale werden nach und nach abgeschaltet. Folgen, man fühlt sich befreit, aufgekratzt, leicht, entspannt. Alles ist lustig am Anfang. Die Hemmschwelle sinkt und dann wird man irgendwann müde oder was weiß ich. Und irgendwann liegt man dann irgendwo in der Ecke. Vorher wirkt es aber auf die Emotionen. Da gibt es ja welche, die fangen dann an zu weinen und wissen nicht warum. Und dann die motorische Kontrolle, ne? Also man fängt an zu torkeln, man hat keinen Gleichgewichtssinn mehr. Danach kommt das Erinnerungsvermögen. Am Ende bleiben nur noch die vegetativen Funktionen des Gehirns, weil die die wenigsten GABA-Rezeptoren haben. Und sie erhalten den Herzschlag und die Atmung aufrecht. Und so bleiben wir erfreulicherweise am Leben. So, was habe ich hier noch zur Nahrung? Ja, der Mensch liebt auch fermentierte Nahrung, nicht nur Alkohol, sondern auch Schokolade, Joghurt, Quark, Käse, Sauerkraut und vor allem Brot. Und der Mensch ist ständig auf der Suche nach neuen Geschmackserfahrungen, denn eine Vielfalt an Nahrung, die uns schmeckt und die das Gehirn motiviert, sichert das Überleben.
Ja, und das war es eigentlich. Also ich finde das höchst interessant, eben vor allem dieser Punkt mit Fett und Kohlenhydrate. Da gab es in den 70er Jahren diesen Dr. Hay, die Hay'sche Trennkost. Da hat er das Buch geschrieben. Das war so ein relativ dünnes Büchlein. Ich habe es mal angefangen zu lesen, war recht langweilig. Aber der war da an etwas dran. Und auch der Dr. Atkins mit seiner Atkins-Diät. Der Trick ist, Kohlenhydrate und Fett zu trennen. Wobei Atkins ja mehr auf Eiweiß und so. Aber unterm Strich war das der Effekt. Und das war einer der Gründe, warum die Leute abgenommen haben. Und es gibt ja auch Leute, die nur Kohlenhydrate oder nur, also die ihre Mahlzeiten dann trennen, gewissermaßen nach den Nährstoffen. Ja, ne? Jetzt seht ihr auch, warum die vegane Ernährung beim Abnehmen hilft, die Zero-Carb-Ernährung aber auch, obwohl sie das Gegenteil ist. Beide funktionieren, weil beide etwas weglassen. Es wird ein. Bei der veganen Ernährung ist ja so gut wie kein Fett enthalten und sehr, sehr wenig Eiweiß, was nicht gut ist. Und deswegen sehen die alle so fürchterlich abgemagert aus. Na, alle nicht, aber viele. Ja, und das ist der Trick an der ganzen Geschichte. Was nicht funktioniert, ist, diese Dinge gemeinsam zu essen. Und genau das tut der moderne Mensch. So. Damit macht ich jetzt bitte, was euch richtig erscheint. Es ist auf jeden Fall interessant und man sollte da mal drüber nachdenken, was das Suchtverhalten im Gehirn mit uns macht. Und ja, irgendwann ist das so die Gewohnheit, ne? Irgendwann ist man da so drin, dass man da so ohne weiteres auch nicht mehr rauskommt. So, das war's. Ich hoffe, dass ich euch da etwas mitgeben kann, was euch weiterhilft, also vor allem denjenigen, die mit ihrem Gewicht zu tun haben, die gerne abspecken würden, aber auch alle anderen haben dann Vorteil davon, wenn sie sich das mal zu Gemüte führen, weil es eventuell hilft, bestimmte Krankheiten auch zu vermeiden. So, ich danke euch fürs Zusehen, fürs Zuhören, fürs Interesse. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Ist noch ein bisschen früh, ich weiß, aber mache ich schon mal ein schönes heißes Wochenende. Ich weiß nicht, wie lange das noch anhält. Hier ist es übrigens kühler als bei euch, nach dem, was ich gehört und gelesen habe. Ja, macht das Beste draus. Aber nicht unbedingt mit Riesenportionen Eis. So, das war's. Ich wünsche euch was. Bis bald und tschüss.